Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Adventure Red. Ja, wir haben das letzte Mal begonnen und sind gerade auf den Spuren des Phantom-Pokémons, was auch immer das für ein Pokémon ist. Aber wir gehen jetzt da einfach mal weiter und schauen, was uns erwartet. Huch. Ich hätte schwören können, dass da etwas hinter mir war. Was ist das für ein Pokémon? Könnte das Phantom-Pokémon sein? Nein. Nein, warte. Wo ist es hin? Okay, Leute, sorry für den kleinen Cut. Bei meiner Steuerung hat es nicht gestimmt. Wir sind noch an der Stelle, wo wir gerade aufgehört haben. Gut, und wir reden mal den Typen da an. Vielleicht hat der was... uns was zu sagen. Kein Zeichen von dem Phantom-Pokémon. Hey! Du bist kein Teammitglied von uns. Ja, das hast du richtig erkannt. Okay, er sagt einfach immer das Gleiche. Schauen wir mal. Ist das cool. Die Reflexion im Wasser, mega cool. Mega gut gemacht. Finde ich echt cool. Das ist das Phantom-Pokémon. Verdammt. Jemand hat es vor mir erwischt. Glumanda, komm zurück. Was machst du? Du hättest es fast gehabt. Los, geh mir aus dem Weg. Jetzt bin ich dran. Okay, dann kämpfen wir mal gegen das gute Mew. Das anscheinend das sogenannte Phantom-Pokémon ist. Mal schauen, was das so drauf hat. Bin ich gespannt. Was tun wir denn? Versuchen wir es mal zu hypnotisieren. Nein, geht natürlich nicht. Aber wir haben schon einen guten Level-Vorsprung. Also 4 Level über ihm. Schaut nicht allzu schlecht aus für uns. Jawohl, jetzt schläfern wir es mal ein. Gut, und dann schauen wir mal, was mehr ausmacht. Pfund oder Blubber? Ich würde es jetzt mal mit Pfund probieren. Bin mir aber nicht sicher, ob normal so gut ist. Ja, das ist nicht schlecht. Mal. Oh, ist schon wieder aufgewacht. Oh, okay. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Phantom-Pokémon. Weil es immer in irgendein andere Pokémon verwandeln kann. Also so ein Phantom quasi ist. Wow, diese Schlussfolgerung. Okay. Ja, gut. Ja, das war klar. Ah, ich Idiot. Ja gut, wenn das jetzt Wasser ist, dann versuchen wir es einfach mal mit Pfund. Das hat natürlich auch Hypnose, es nervt ein bisschen. Mal schauen. Okay, das ist gut, wir haben nämlich Wasser Absorption. Und immer wenn eine Wasserattacke eingesetzt wird... Ah doch nicht, ich dachte wir haben das. Upsi. Ich dachte immer, wenn eine Wasserattacke gegen uns eingesetzt wurde, kriegen wir ein bisschen Leben dazu. Aber anscheinend ist es noch nicht so. Aber es greift eh nur mit Blubber an und wir sind ja auch von Typ Wasser, also ist es nicht so effektiv. Komm schon, Buddy, wach auf. Komm schon. Ach. Willkommen, Blubber. Komm schon, wach auf, wach auf. Bitte. Buddy, wach auf. Oh, ernsthaft? Wie lang will es denn noch schlafen? Okay, endlich aufgewacht. Okay, das schaut schon besser aus. Nein! Das hat er nicht getan. Oh Gott. Ach, komm schon.
Dann versuchen wir es wieder mal ein bisschen einzuschläfern, wenn ich aufwache. Ich spule das jetzt immer, mache das ein bisschen schneller, weil... Ja, Blubber, fast ein Sleep. Okay. Komm schon, wach auf, bitte. Jetzt musst du doch bald wieder aufwachen. Komm schon. Oh, oh. Jetzt haben wir ein Problemchen. Okay, ich bin aufgewacht. Ja, es trifft. Sehr gut. Jetzt schläft er wenigstens wieder ein bisschen. So, das Problem ist nur... Na, er kann uns mit einem Hit nicht down machen, glaube ich. Dazu müsste er einen Volltreffer landen. Was er hoffentlich nicht wird. Okay, probieren wir es einfach nochmal weiter mit Pfunden. Nein, 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 nein. Halt durch. Uff. Halleluja. Okay, wir müssen uns jetzt heilen mit einem Trank oder so. Wir haben ja Gott sei Dank einen gefunden. Zurück. Ich wollte eigentlich in den Beutel. So. Und zwar einen Potion bitte einsetzen. Achso, upsi. Potion einsetzen. Auf Buddy. Okay, gut. Jetzt ist auch dieses nervige Dü-dü-dü-dü weg. Okay, jetzt haben wir wieder eine gute Grundlage. Und jetzt, wenn es uns jetzt nicht einschläfert, dann sollte es tot sein. Nein. Oh, Gott sei Dank, es hat mich getroffen. Gut. Hätten wir Mew auch besiegt. 93 XP bringt uns das, sehr gut. Level 10 erreicht, jawoll. Da freut sich's, dass er einfach weglaufen kann. Hättest du nicht an meinem Kampf schon erkennen können, dass es zu stark für mich war? Das ist, warum ich auch meinen Glumanda zurückgerufen habe. Ich habe verloren. Du musst deine Grenzen kennen, sonst wirst du dich irgendwann selbst schlagen. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Naja. Dieser Mr. Fragezeichen, ich glaube, er heißt Gary. War ja jetzt mal nicht so nett. Das Ende des Phantom-Pokémon-Kapitel. Kapitel 2. Die vermissten Pokémon. So kalt. Das passiert, wenn man im Regen spielen geht. Ich habe nicht gespielt, Mom. Ich habe trainiert. Trainieren. Trainieren? Wie dein Vater. Wie der Vater oder Sohn. Als ob ich jemals so gut wäre wie mein Vater. Nun gut, DDLP. Das reicht jetzt mit dem Herumschmollen. Los, geh zu Professor Eich. Dem verrückten Wissenschaftler? DDLP, ich habe dich nicht so erzogen, dass du dich über andere Leute lustig machst. Es tut mir leid, aber warum soll ich mich mit ihm treffen? Professor Eich ist ein Pokémon-Wissenschaftler. Vielleicht lernst du ja was von ihm. Nein, danke. Junger Mann. Ich hab Spaß gemacht. Ich werde jetzt gehen. Übrigens, ich hab dir ein paar neue Kleidungen gekauft. Also ein paar neue Gewandsachen. Okay, jetzt haben wir eine Fashionbox bekommen. Wenn du deine Kleidung wechseln willst, wähl einfach die Fashionbox in deinem Rucksack aus, okay? Pass auf dich auf. Na gut. Dann schauen wir mal, was der gute Professor Eich für uns so parat hält. Vielleicht doch ein Starter-Pokémon. Wäre jedenfalls ganz cool. Aber wer weiß. Schauen wir mal.
Ich glaube, so ein Labor war den Weg. Da haben wir auch vorher gesehen. Professor Eich hat ja vorher da seinen Enkel verabschiedet. Was will der von uns? Nichts, okay. So. Hallo, ich bin Ramu. Mein Abra und ich können uns zu jedem Ort teleportieren, den wir schon besucht haben. Okay. Na dann. Das ist das Labor von dem verrückten Professor. Ah, da sehen wir schon ein paar Pokédex liegen. Und ein paar Pokémon. Ich dachte, es wäre viel unordentlicher. Na gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen um in dem Labor. Gehen wir mal zu dem hier. Was ist das für ein komisch aussehendes Gerät? Ich wundere mich, was es kann. Also ich frage mich, was es kann eigentlich. Na gut, dann schauen wir mal, was der PC zu uns sagt. Der Suchverlauf von einem Mann. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir dieses... Ich weiß nicht, was sollen wir denn nehmen? Also Habitat brauchen wir nicht. Der wäre ganz cool eigentlich. Cubone, also Knogger, glaube ich, ist es im Deutschen. Okay, können wir nicht nehmen. Können wir Bisasam? Oh cool, das ist ein Bisasam. Soll ich es behalten? Oder soll ich es nehmen? Ja, bitte. Was tust du denn da? Du Dieb! Du bist doch einer, oder? Uah. Du Idiot! Uff. Sieh dir an, was du getan hast. Es tut mir leid. Hol sie einfach zurück. Oh, okay. No, das ist nicht so ein lieber Professor, wie wir ihn aus den anderen Spielen können. Also kennen. Jetzt ist er gerade ein bisschen grantig gewesen. War ich vielleicht etwas zu streng? Oh, ein Shiki. Hallo. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir die Pokémon wieder zurückholen. Schauen, ob uns das gelingt. Ah ja, da haben wir schon das Habitat. Ja. Endlich habe ich diesen grantigen Vogel gefunden. Im Englisch heißt das halt Angry Birds. Das ist ein cooler Wortwitz. Wenn wir. Los, Buddy, kämpf mit mir. Kämpf mit ihm. Los, Blubber. Aber wir merken, das Habitat ist schon Level 8. Das ist schon etwas stärker als die Pokémon vorher. Aber kein Problem. Ein Crit. Easy going. Ja, dein Silberblick kann uns gar nichts anhaben. Bubble. Also Blubber, los. Ich frage mich, ob wir es vielleicht fangen hätten sollen. Ups, jetzt habe ich es besiegt. Aber anscheinend hat es schon so gepasst. Na gut, dann schauen wir mal, wo die anderen Pokémon abgeblieben sind. Habitat haben wir ja mittlerweile. Frag mich, ob die auch außerhalb der Stadt sind, oder? Da ist Pummeluff. Ha! Pummeluff. Okay. Da haben wir ja Pummeluff. Okay, los geht's. Pummeluff. Los, Buddy. Pfund. Oh, das bringt dir nicht so viel. Okay. Bubble. Okay, Bubble bringt mehr. Haha. Das hat sogar einen Namen. Das fällt mir jetzt erst auf. Chicken Mike.
Also, ja. Mike ist halt das Mikrofon. Und da Pummeluff immer diese Schlaflieder singt in der Serie, schätze ich mal, ist das an das angelehnt. Weiß ich aber nicht. So, los. Okay, bald haben... Ui, der zieht uns viel ab. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass uns der so viel... Dass er uns wirklich 10 Dinge abzieht. Hätte ich nicht erwartet. Naja, wir können ja jede Zeit ins Pokémon Center gehen. Ich würde sagen... Ha, hab dich! Gut, ich würde sagen, wir begeben uns mal kurz ins Pokémon Center. Und heilen unsere Pokémon auf. Willkommen im Pokémon Center. Soll ich deine Pokémon heilen? Ja, bitte. Okay. Gib mir deine Pokémon. Ja gut, ich glaube, das muss ich jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Ich glaube, wir wissen, was die sagt ungefähr. Haben wir eigentlich mittlerweile... Können wir uns da irgendwas kaufen? Vielleicht so ist es so ein Store auch dabei? Nein, das schaut eher nach online aus. Ach so, okay. Die hat gesagt, ja, der Raum hinter ihr ist für Patienten, die über Nacht bleiben. Also die länger brauchen, um geheilt zu werden. Gut, ich würde sagen, wir suchen nochmal schnell die zwei übrigen Pokémon. Frag mich, wo sie sich versteckt haben. Hallo allerseits. Oder wie weit wir gehen können. Versuch erst gar nicht wegzulaufen, du Dieb. Los, geh und finde alle meine Pokémon. Sonst rufe ich Officer Jenny. Ja gut, das ist eine Drohung. Dann, ich schätze mal, dass wir da noch ein paar Pokémon finden im Wald. Ich weiß es aber nicht. Okay. Gut. Oh Gott. Nein, nein, nein. Spring uns nicht an. Danke. Ich mag es nicht so gerne, gegen Trainer zu kämpfen. Ich weiß, so Training und so, aber jetzt will ich gerne mal die Pokémon. Da haben wir Knoggert. Den schnappen wir uns noch schnell. Cubone. Knogger. Ich hoffe, es ist wirklich Knogger. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. So, Bubble müsste recht effektiv dagegen sein. Ja, das schaut gut aus. Ja, dein Routenschlag kann uns gar nichts hier. Und Blubber noch einmal. Und dann haben wir auch Knogger wieder zurückgebracht. Jawohl. So ist gut. 99 XP wieder dazu bekommen. Sehr gut. Jawohl. Oh, sehr cool. Aquaknarre. Und wo ist jetzt dieses Bisasam? Ach, da ist es. Das rennt vor uns weg, sowas aber auch. Wo geht's da eigentlich weiter? Wo komme ich da? Ah, da gibt's noch ein Item. Das holen wir uns noch schnell. Okay. Miracle Seed, keine Ahnung, Wundersamen. Keine Ahnung, kenne das Item nicht. Und ich würde sagen, damit wäre es das auch für diese Folge gewesen. In der nächsten Folge erfahren wir, wo Bisasam hingelaufen ist und bringen das letzte Pokémon zurück. Und schauen mal, ob der Professor dann erfreut ist darüber, dass wir ihm seine Pokémon gebracht haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Kommentar oder einem Daumen nach oben. Und ich würde sagen, schaut vorbei, wenn es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und ciao.